Hallo ihr alle da drin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Chinatown Wars. Ja, wir befinden uns hier gerade in unserer Hotelsuite, die wir in der letzten Folge durch das Lottospielen gewonnen haben. Hier im Star Plaza. Ist ein ganz nobles Hotel. Und ja, wir haben in der letzten Folge alle Speicherhäuschen gekauft, die wir uns kaufen konnten. Und jetzt fehlt uns nur noch ein Speicherhäuschen, aber das bekommen wir sowieso noch durch die Story. Von daher, ja, läuft das ja von ganz alleine. Heute werden wir mal wieder mit der Story weitermachen. Wir haben gerade nur Wade Heston auf der Karte. Deswegen würde ich sagen, fahren wir doch auch mal zu ihm dahin. Und angedacht sind so zwei Missionen in dieser Folge. Und dann werden wir nämlich... ich habe mir nämlich ein paar Gedanken gemacht. Aber da kann ich euch gleich mehr zu sagen. Wir starten erstmal die Mission hier. Torpedo Run. Und was ist das für ein legal sensibler Job, Heston? Wir müssen ein Schmuggelboot von Ming für ihn versenken. Bist du irre? Oder wieder auf Heroin? Wenn ich beim Angriff auf die Triaden erwischt werde, bin ich tot. Tja, Pech gehabt. Mein Leben ging dank dieses Wonsu-Wichsers bereits vor Jahren den Bach runter. Übrigens, wer zum Teufel ist dieser Wonsu? So nennt sich der innere Kreis der Koreaner. Danke. Wie zum Teufel soll ich all diese Fachausdrücke kennen, rassistischer Idiot? Und hier geht's nicht nur um eine große Verhaftung, um dir die Dienstaufsicht vom Hals zu schaffen, oder? Das ist meine Angelegenheit. Du musst das Boot versenken. Und wenn du deine Triadenfreunde nicht verärgern willst... Dann solltest du dafür sorgen, dass niemand an Bord überlebt und dich verraten kann. Ja, gut. Begib dich zum Polizeidock. Warum heißt die Mission Torpedo Run? Ich bin gerade ein bisschen... Ja, ich frage mich gerade, was hier so los ist, was das sein wird. Darauf essen wir erstmal einen Burger. Denn mit leerem Magen, ja, sind die Missionen nicht ganz so einfach. So, ich bräuchte meine Karre. Können wir bitte kurz warten? Achso, da vorne sind wir sowieso schon. Schnapp dir das Polizeischiff. Ich habe mir überlegt, wir machen jetzt zwei Missionen in dieser Folge. Und am Ende der Folge, wenn noch ein bisschen Zeit übrig ist, vorausgesetzt, es ist Zeit übrig, werden wir hier oben auf dieser Insel die restlichen Dealer, ja, finden. Ich habe mir nämlich mal rausgesucht, welche Dealer mir jetzt genau fehlen. Und ich werde das jetzt Stück für Stück machen. Ich hatte erst überlegt, einen extra Part zu machen, wo ich alle restlichen Dealer finde. Aber ich glaube, das wäre relativ langweilig. Deswegen teilen wir uns das jetzt immer auf die Hauptmissionsfolgen auf und machen immer ein paar und am Ende haben wir dann alle. So Stück für Stück. Ich denke, das ist die beste Lösung. Aber wir müssen uns jetzt das Polizeischiff stehlen. Oh, jetzt sind sie natürlich aggressiv, ne? So. Sein Schiff, bevor es das Dock erreicht. Und zufälligerweise hat das Ding zwei Torpedos da hinten drauf, oder was? Stand da gerade, heißt das Boot Zerstörer? Okay. Wir können Torpedos feuern, Leute. Okay, das ist nur eine Brücke. Können wir unter durchfahren? Alles gut. Oh Mann, ey. Das gut geht, Leute. Ihr könnt mir Schöneres vorstellen hier um 5 Uhr morgens. Wie weit ist das eigentlich weg jetzt? Damit ich jetzt mal so ein ungefähres Gefühl habe. Ach so. Das ist einfach auch da mitten auf dem Wasser, ne? Okay. Und das müssen wir dann versenken, oder was? Der Zerstörer ist mit Torpedos bewaffnet. Mit Kreis feuerst du einen ab. Ja, aber dafür müsste ich erstmal das Boot überhaupt mal sehen. Ich weiß ja gar nicht, mit wem wir es zu tun haben hier. Also wie groß das Boot ist, was ich jetzt zerstören soll. Ich will es ja erstmal auch sehen, so. Da, Schiff. Aha, da sind sie. So, Leute, jetzt geht's euch hier aber an den Kragen. Jetzt ist hier Schluss. Mit Seeminen bewaffnet. Okay, das ist, ja... Ich muss erstmal rankommen.
Erstmal muss ich da rankommen. Friss ein Torpedo! Bam! Oh, 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 oh. Uns hat's erwischt, Leute. Heieiei, nein, das sieht nicht gut aus. Aber das Schiff ist ja schon fast kaputt. Ich muss noch... Ich bin tot. Oder? Okay, ich glaube, jetzt ist wirklich... Also nochmal dürfen wir nicht in einen... Ich schieße einfach mal drauf los. Vielleicht treffe ich ja. Ich habe zumindest eine Mine getroffen. Oh Mann, ey. Komm, ran da. Ran an den Speck. Er ist genauso in dem Zustand wie wir. Da, Pam, Junge. Nimm das. Oh, eine wichtige Nachricht innerhalb der Mission noch. Wade Heston, die Kacke ist am Dampfen. Huang, wenn du mit dem Boot fertig bist, kommst du rüber nach Colony Island. Männer haben da Schmuggelware hingebracht und mein FIB-Kontaktmann will, dass der Scheiß verschwindet. Also kümmere dich lieber darum. Danke, Mann. Heston. Okay, die haben da Schmuggelware hingebracht. Gib dich zum Pier. Okay. Machen wir das doch. Wir haben auch einen Stern hier. Es ist sehr bedrohlich gerade. Achso, jetzt ist er schon wieder weg. Okay. Von mir aus. Dann ist das noch ein bisschen entspannter, aber die Ein-Stern-Cops hätten ja sowieso nichts ausrichten können. Die sollen lieber weiter ihre Donuts essen und dann ist das gut. Oh. Oh shit. Ich darf natürlich jetzt hier. Muss aufpassen. Das hält nicht mehr viel aus, das Schiff. Da. Ah. So, steigen wir mal aus hier. Aber war nett, mit dir Bekanntschaft zu machen, Zerstörer. Und sie hauen natürlich ab. Lass den Van mit der Lieferung nicht entkommen. Okay, wir nehmen die Verfolgung auf hier. Ich habe keine Drive-By-Waffe. Heißt also, ich muss sie... Hey! Nee, nee, du sollst nicht da... Du sollst da einsteigen, Mann. Da rein. Oh. Oh. Zerstöre den Van und seine Insassen. Das können die Insassen schon selber machen. So, der ist schon mal down. Jetzt reicht's mehr. Du kannst mich mal. Bam. Bitte keine Sterne? Ja, perfekt. Okay, jetzt müssen wir nur noch vernichten hier, den Wagen. Der ist sowieso schon fast im Eimer. Jetzt mache ich einfach das, was ich am besten kann. Überall einfach gegenkrachen. Und dann ist das gut. So. So, wir gucken uns das Spektakel an. Wir stehen in der ersten Reihe quasi. Boom. Und ich würde sagen, das war's, oder? Sehr schön. Keine Kohle gibt's, aber naja, Geld brauchen wir eigentlich sowieso nicht mehr, wenn wir ehrlich sind. Wir haben alle Speicherhäuschen gekauft und ja, wofür brauchen wir jetzt noch Geld, außer für Munition vielleicht. Aber alles andere ist so, ja. Wir brauchen eigentlich nichts mehr. Jetzt warte ich eigentlich nur noch auf eine schöne, schöne rote E-Mail von irgendeinem Auftraggeber. Vielleicht ja wieder Heston, vielleicht ja mal wieder Onkel Kenny oder so. Oh, von Schwing dein Dingming. Idioten. Huang, ich weiß, ich war ein bisschen schroff, aber ich wollte dich beschützen. Je weniger du von meinen Geschäften weißt, desto geringer ist die Chance, dass du entführt und gefoltert wirst. Also, tut mir sehr leid, aber so ist es nun mal. Wie auch immer, falls du nicht schmolzt wie ein verwöhntes reiches Jüngelchen, das nicht versteht, dass die Welt ihm keinen Lebensunterhalt schuldet, dann habe ich Arbeit für dich. Oh, Moment, du bist ein... Wie auch immer, wir treffen uns in meinem Lagerhaus in Fish Market North. Und dann wollen wir mal sehen, ob meine Unterweisungen Erfolge gezeigt haben. Schauen wir doch mal. Okay, dann wird er unser nächster Auftraggeber sein für diese Folge. Auf geht's. Okay, wo ist er denn jetzt? Ich kann doch einfach hier. Zack. Nee, da. Da.
So, einmal hinfahren, 10 Dollar. Okay. Am besten direkt in der Markierung. Sind wir direkt drin? Nee, sind wir nicht. Aber nett, dass er hier auch auf den Hof hier fährt. Das ist richtig. Das ist Service. Das ist Service. Was ist, so nenne ich das hier. So. Dann wird das hier wahrscheinlich die letzte Mission für diese Folge. Wir gucken mal. So near, jetzt so nah. Diese Deppen, die ich ihren Familien zuliebe beschäftige, haben zugesehen, wie eine meiner Waffenlieferungen in der Bucht vernichtet wurde. Du musst ihren Fehler ausbügeln, während ich mich um andere wichtige Dinge kümmere. Ah, das Schicksal ist grausam, dass es mich zu solcher Größe befähigt hat. Um mir dann nichts als genetischen Abfall zur Seite stellt, der zu nichts zu gebrauchen ist. Bitte bau keinen Scheiß, reicher Junge. Ja, so reich sind wir jetzt auch nicht. Also. Hier an Bord des Bergungsschiffs. Aber das ist doch jetzt nicht das, was wir selber vernichtet haben, oder? Fahr zum Suchgebiet. Oh, der Zerstörer hat sich deutlich besser steuern lassen. Ah, nein! Nee! Fracht an Bord 0 von 4. Finde die versunkene Fracht in der Mitte des Sonars. Ah! Okay. Fahre über pulsierende Echozeichen, um gesunkene Objekte zu bergen. Benutze das Sonar. Bla bla bla. Okay. Ich benutze das Ding. Da sind sie. Okay. Dann wollen wir mal ein bisschen kurbeln. Okay. Oh, bam. Das ist nicht seine Fracht. Das ist ein altes Auto. Da ist es. Dann wollen wir mal wieder. Oh, ja, ja, ja. Eine Kiste. Das sieht aus wie die Fracht. 1 von 4. So, weiter geht die Reise. Wer weiß, was wir da noch alles an Land ziehen. Vielleicht ja einen Schatz voller Gold oder sowas. Na, komm. Das sind aber ganz schön viele, ne? So, gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Eine alte Mine, schnell weg! Oh Mann, ey. Das ist sogar gefährlich. Nicht mal die Bergung von Fracht hier ist sicher hier in der GTA-Welt. Selbst da muss man aufpassen. Es ist ein schlimmer Ort hier, Leute. Ah, noch eine Kiste. Gut gemacht, Fracht. Geborgen. Ja, fehlen trotzdem noch 2 weitere Kisten. Und das sind deutlich... Da sind auf jeden Fall schon mal... Benutze den Detektor, um das Ausloten zu timen. Echozeichen in Form von Blabla, wieso? Oh, ich werde geortet. Kommt jetzt die Polizei, oder was? Shit, das ist wieder eine Niete. Nichts weiter als ein Stück Schrott. Cops sind da. Shit, ich muss hier weg. Shit, die Küstenwache greift an! Die Küstenwache greift an! Shit, die Küstenwache. Ha! Oh, die Küstenwache greift an. Ja, was soll ich machen? Mist, jetzt muss ich hier abhauen, oder was? Muss ich erstmal wieder wegkommen. So, haben wir sie jetzt endlich mal los. Ich bin so weit schon weg, komm. Okay, wir sind wieder back in business. Es scheint ja doch nicht, es wird nicht einfacher hier. Das ist auch die Küstenwache wieder. Das
haben die denn dagegen? Ich will hier nur so ein bisschen Schatzsucher spielen. Okay, hier ist keine Küstenwache in der Nähe. Schnappen wir uns die mal, solange wir noch können. Und eine weitere Kiste. Okay, eine Kiste noch, aber noch so viele Ziele, mögliche Ziele, wo wir hin können. Was mache ich denn jetzt? Ich würde sagen, ich gehe mal da hinten hin, weil da ist auf jeden Fall, ich das sehe, keine Küstenwache. Okay, bitte lass es eine Kiste sein, bitte lass diese Mission enden. Wieder nur ein Stück. Noch ein altes Auto, sieht aus, als wäre eine Leiche drin. Ah, toll. Aber hier ist keine Küstenwache, das ist gut. Was wir noch so an Land ziehen, das kann alles sein, das kann einfach alles sein. Vielleicht ist das ja auch gescriptet hier, dass wir gerade gar nicht, dass wir eine gewisse Anzahl an Zielen ausgraben müssen, bevor hier quasi das eine Kiste ist. Aber nee. Aber das ist der Rest von seiner Fracht. Und ich sage bewusst seinen Namen nicht, weil ich weiß, dass ich den nicht richtig aussprechen kann. Deswegen lasse ich es lieber. Der Frachtraum ist voll. Bring die Fracht zum Pier. Ich bin schon unterwegs. Und dann haben wir auf jeden Fall noch genug Zeit, um in Bauherren zumindest alle Dealer schon mal abzugrasen. Denn da sind erstaunlich viele noch. Ich dachte ja, weil das so eine kleine Insel ist, habe ich da mittlerweile mal alle. Aber Pustekuchen, Leute. Da sind trotzdem noch einige. Aber hier kommt doch bestimmt noch irgendeine Hürde, oder? Aber die Mission würde ich ungern noch einmal machen, weil die ziemlich langwierig ist. Und jetzt auch nicht so mega. Ist mal was anderes, mal ein bisschen so Kisten an Land zu ziehen und sowas mit einem Boot. Finde ich schön, also coole Idee eigentlich. Aber ist halt sehr langwierig. Und jetzt beim zweiten Versuch wäre es dann halt auch echt nichts Besonderes mehr und deswegen, ich will jetzt einfach nur noch das Ding hier ins Ziel bringen. Jetzt kann ich auch den Sonar nicht mehr verwenden. Okay, aber das sollte ja so passen. Na komm, na komm! Hey, Ming mag es nicht, wenn man seine Nase in seine Geschäfte steckt. Herbert, wir haben doch für ihn gearbeitet. Es wird Zeit, dass du verschwindest. Ich bin jetzt am Zug. Wir arbeiten doch für ihn. Naja, du machst das schon. Du machst das schon. LSD plus 15, sehr schön. LSD nehme ich immer gerne mit. So, aber wir haben jetzt noch ein bisschen was vor. Nehme ich nämlich gleich mein Handy zur Hilfe. Denn ich muss erst mal gucken, wo die überhaupt sind. Ey, da kommen wir rein. Und ich weiß nicht, ob wir noch dealen sollen oder so. Ich meine, das ist ja schön und gut, aber wofür sollen wir jetzt eigentlich noch dealen? Also, ich weiß es nicht. So, ich nehme mal eben mein Handy zur Hilfe. So, wo fahren wir als erstes hin? Da sind nämlich noch, ich zähle mal, 1, 2, 3, 4, 5 Dealer habe ich da noch nicht geholt. Das ist echt traurig eigentlich, so oft wie ich da war. Ich würde sagen, wir fangen mal hier an und lassen uns da erstmal hinkutschieren für $73. Also, wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Geld. Also, wir haben noch $10.000 oder so, ist alles in Ordnung. Aber wir waren mal reicher. Aber hier ist auf jeden Fall mal ein Dealer. El Mezzarino. Na, was hast du denn so? Aha, was brauchst du? So. Mir egal. Ich bin mal weg. So, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir lassen uns jetzt hin. Das können wir auch selber fahren. Wenn ich keinen Stern bekomme, ist das gut? Okay. Dann mal auf zum nächsten Ort. Ich weiß, da kommt noch eine Mail, aber das ist jetzt gerade nicht dran. Vielleicht dann in der nächsten Folge. Aber jetzt möchte ich erstmal hier diese Dealer, zumindest in Bohan hier oben auf der kleinen Insel, abgrasen. So. Jetzt haben wir, glaube ich, 60 Dealer. Das heißt, es fehlen noch 20. Komischerweise habe ich auf meiner Karte 22 Dealer markiert, die ich noch nicht habe. Ich weiß ja nicht. Vielleicht ist die... Es gibt ja auch noch einen Bonus-Dealer. Vielleicht ist sein Ort da auch angegeben. Aber egal,
es ist auf jeden Fall gut, dass ich zumindest 21 Dealer auf der Karte noch nicht gefunden habe, also die ausgemacht habe, welche das sind. Sodass ich dann auf jeden Fall alle bekomme. Ich werde dann vielleicht an einen Ort fahren, wo ich den vielleicht schon habe oder wo gar keiner ist, aber das ist ja nicht so schlimm. Wäre schlimmer, wenn ich jetzt irgendwie nur 15 gefunden hätte, die ich noch nicht habe. Die restlichen 5 sind dann irgendwo verstreut. Das wäre wesentlich schlimmer. Aber das geht ja. So, das war Nummer 61. Da sollen wir doch Taxi nehmen. Wenn es mich hier schon so anlächelt, angrinst, wenn er mich hier schon reinwinkt, der gierige Taxifahrer, dann will ich dem Wunsch mal nachkommen. So, jetzt müssen wir da so hin. Ja, fahr mal los da. Fahr mich dahin, Kollege. Da ist der Nächste. Kannst eigentlich hier auch warten. Warte mal kurz. Ich hoffe, der fährt jetzt nicht weg. Er wird auf jeden Fall nicht mal auf der Minimap angezeigt. Das ist gerade ein schlechtes Zeichen. Na, was hast du? Koks? Wir haben halt so gute Preise mittlerweile, ne? Einfach dadurch, dass wir die Kameras alle zerstört haben. Na, den Gefallen kann ich dir leider nicht tun. Außerdem habe ich eh nicht so viel Geld, also an mir verdienst du sowieso nichts. Nee, warte, warte, warte. Warte. So, wo ist der Nächste? Nochmal gucken hier. So, der Nächste ist hier neben diesen... Ja, direkt hier über. Da müsste er sein. Da fährst du mich jetzt mal bitte hin. Ist echt heftig, dass hier noch so viele Dealer sind, ne? Hier war ich ja auch bei meinem Rampage-Video. Ich habe den wahrscheinlich, ich habe den auch gesehen hier, aber ich habe den nicht, wollte den nicht machen, weil er zu dem Zeitpunkt einfach nicht dran war. So, komm. So, jetzt haben wir noch einen, da können wir aber auch so hinlaufen, weil da muss ich jetzt kein Taxi mehr holen. Das geht auch so. Einmal nochmal gucken, wo das ist. Das ist hier nämlich... Kommt das hin? Ja, wird schon passen. Das wird schon passen. Man muss ja nicht exakt da sein, wo der Dealer ist, sondern nur in der Nähe sein. Dann wird er jetzt glücklicherweise auch angezeigt. Das wäre ja nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn man den eben quasi ansprechen müsste, ohne dass er angezeigt wird, dann, das wäre ja dann quasi wie versteckte Päckchen suchen. Aber so ist das total entspannt. Und da haben wir ihn. Hier ist er irgendwo. Da ist er. Gut, dass du so einen tollen blauen Pfeil über dir hast, sonst hätte ich dich gar nicht gefunden hier in der Nacht. Jung Su. So. Ja, haben wir nochmal ein paar Dealer mitgenommen. Die Frage ist jetzt, von wem ist die E-Mail? Und können wir ja schon mal gucken, von wem die überhaupt ist. Müssen sie ja noch nicht lesen. Oh, Sin will was von uns. Komm her, steht da. Okay. Falls du Valion hast. Koks habe ich, glaube ich, nicht. Wir haben Valion, ne? Wenn hier jetzt ein Taxi ist, dann machen wir den Deal nochmal eben. Machen wir den Deal doch nochmal eben. $75. Ich hoffe, wir kriegen das auf jeden Fall wieder jetzt durch die Drogen. Ich weiß gar nicht, wie viel Valion ich habe. Aber dann sind wir das zumindest auch mal los. Ich meine, es liegt halt nur bei uns rum in der Tasche und... Man kann es ja mal verkaufen. 1111. Nette Zahl, nettes Sümmchen. Ah, wir können noch was anderes machen jetzt in dieser Folge, wo wir jetzt eh noch lange nicht 30 Minuten haben. Und zwar können wir $500 Verlust machen, jetzt wo wir eh kein Geld mehr brauchen. Und zwar... Wenn wir was kaufen bei dir. Shit, das ist natürlich jetzt schwierig. Da. Valion.
Wir kaufen jetzt beim Valion. Was eigentlich total dumm ist. Alter, das Geschäft ist im Sack. Ja, das glaube ich dir. Und dann verkaufen wir es wieder. Ach shit, jetzt machen wir nur 22 Verlust, ne? Das ist... Oh Mann. Das ist jetzt auch... Ich muss Höhe... Ich muss Drogen kaufen, die mehr wert sind. Das will ich jetzt eigentlich in dieser Folge noch machen, damit wir das hinter uns haben. Ich muss einen Dealer finden. Der... So, warte mal. Dealer. Welche Drogen verkaufen? Ich fahre jetzt mal einfach mal zu Ash oder so. Ash Ketchum! Ich hätte vorher natürlich gucken müssen, wer welche Drogen hat. Wir müssen das ja eigentlich bei Drogen machen, die... Ja, man muss einfach mal gucken, was die so haben. Wenn die... Wenn die... höherpreisigere Drogen haben, dann können wir damit auf jeden Fall ordentlich Verlust machen. $500 Verlust müssen wir machen für eine Auszeichnung. Das ist eigentlich, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt schwer ist, dadurch, dass ich die Kameras eben alle habe. Aber das ist auch wieder zu wenig. Das ist zu wenig. Das sind nur 490 Verlust. Kann ich irgendwas verkaufen bei dir? Aber ich, nee, ich... LSD, Heroin. Ich suche mir jetzt einen Heroin-Dealer. Aber, na, ich weiß nicht, wie man danach jetzt gehen kann. Ich kann natürlich die Info gucken, aber wenn ich jetzt... Ja, das interessiert mich alles nicht. Ich will... So, Dealer. Heroin. Nehmen wir einfach mal den mit. Wenn das jetzt nicht klappt, machen wir das irgendwann später. Ist jetzt auch nicht so wild. Ich wollte nur mal das gerne irgendwie machen jetzt. Dann wäre es halt schon mal abgearbeitet. Das ist eine der wenigen Sachen, die wir noch nebenmissionstechnisch machen müssen. Die Dealer werden jetzt auch weniger. Wir haben ja nur noch die Dealer. Die Löwenstatuen. Und jetzt diese eine Auszeichnung hier. Und für die 80 Dealer kriegen wir halt auch noch eine. Hey! Aber mal anhalten jetzt hier. Ist jetzt auch der letzte Versuch, wo ich das jetzt nochmal mache. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann ist das eben so. Dann, ja. Ja, ist ja gut, Sinn. In der nächsten Folge. Der eskaliert da komplett jetzt hier. Der spammt uns hier total voll. Warum meldest du dich nie bei mir? Ja, Taxifahrer, alles gut. Waren wir nicht eben schon mal bei dem Typen? Heroin. Kauf das einfach mal. Nein! 492! Das ist doch ein Witz, ist das. Scheiße, Mann. Ah, verdammt, ey. Wir brauchen mehr Heroin, definitiv. Und eine Falle auch noch. Ach, verdammte Kacke, Mann. Ja, jetzt kann ich natürlich auch nicht mehr und dann... Aha, es ist jetzt ärgerlich, okay. Dann wird das in dieser Folge wohl nichts, aber ich habe mir auf jeden Fall jetzt schon mal Heroin gekauft. Und dann müssen wir in der nächsten Folge eben... Wir suchen ja in der nächsten Folge auch am Ende der Folge nochmal so ein paar Dealer. Und dann müssen wir dann einfach, ja, auch nochmal ein bisschen Heroin kaufen. Und dann direkt wieder da verkaufen für den ultimativen Verlust. Sollte ja nicht das Problem sein, es fehlen ja jetzt nur noch $8. Und ich würde sagen, ich habe jetzt noch ein bisschen Freude mit der Polizei. Ich versuche hier so ein bisschen zu entkommen. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und wenn das der Fall sein sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dann sage ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal. Peng.